Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Bücherregaltour. Dies ist nicht der erste Teil. Falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal hier oben vorbei. Da verlinke ich euch den ersten Teil der Bücherregaltour. Da solltet ihr starten. Und ansonsten, falls ihr den schon gesehen habt, widmen wir uns heute dem nächsten Teil. So, heute geht es weiter mit meinem CBT- und CBJ-Regal, beziehungsweise mittlerweile sind wir ja beim CBT-Verlag angelangt. CBJ war ja oben, jetzt sind wir komplett nur noch CBT. Und anfangen tun wir hier mit Armani, nämlich Band 1 und Band Nummer 2. Auch eine Reihe, die ich sehr, 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 sehr gerne mag. Hier geht es ja um die junge Armani, die in einem Wüstendorf aufgewachsen ist und dort bei ihrer Stiefmutter aufwächst und ihrer Stiefschwester, weil ihre Mutter tot ist. Und Armani hat da kein ganz so tolles Leben und möchte eigentlich nichts anderes als aus diesem Dorf weg. Und sie kann relativ gut schießen und deswegen nimmt sie an einem Schießwettbewerb teil, an dem eigentlich nur Männer teilnehmen dürfen. Sie verkleidet sich dann als Mann und dort trifft sie auf Jin. Und die beiden geraten in einen Streit bei diesem Wettbewerb, der etwas eskaliert, woraufhin die beiden gemeinsam fliehen müssen. Und fliehen dann zusammen in die Wüste. Und Armani findet dann heraus, dass Jin der Bruder des rebellischen angehenden Sultans ist und dass sie mitten in eine Rebellion hineingestolpert ist. Und wie gesagt, ich mag die Reihe sehr, sehr gerne. Die ist super, super spannend. Der zweite Teil war richtig, richtig gut und ich warte schon sehnsüchtig darauf, dass endlich der dritte Teil erscheint. Dann haben wir hier als nächstes Water Song von Amanda Hawking, nämlich Sternenlied, Wiegenlied und Todeslied. Wie ihr seht, der dritte Teil ist noch eingepackt. Ich habe den ersten gelesen, hat mich allerdings nicht so richtig umgehauen, deswegen habe ich bisher noch nicht weitergelesen. Da geht es ja um, oh Gott, frag mich mal, wie die Protagonistin heißt. Lass mich mal kurz gucken. Gemma, genau. Und Gemma hat irgendwie eine besondere Beziehung zum Meer und irgendwie trifft sie, glaube ich, auf einen Jungen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der ist irgendwie sehr geheimnisvoll und das zieht sie immer noch mehr zum Meer, weil irgendwas hat dieser Junge mit dem Meer zu tun. Aber mehr weiß ich tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht mehr so genau. Weil, wie gesagt, es hat mich nicht so hundertprozentig umgehauen und ich glaube, der vierte Teil wird auch gar nicht mehr übersetzt, weswegen diese Reihe auch nicht abgeschlossen ist. Und auch da hatte ich schon mal überlegt, ob ich sie eventuell aussortieren sollte. So, dann haben wir hier eine ziemlich gehypte Reihe, nämlich Feuer und Flut und Salz und Stein von Victoria Scott. Das ist ja auch die Autorin von Dante Walker, was ich auch gelesen habe, da kommen wir auch irgendwann später noch dazu. Mochte ich sehr, sehr gerne, deswegen wollte ich auch gerne Feuer und Flut und Salz und Stein lesen. Habe den ersten gelesen, den zweiten habe ich noch nicht gelesen, weil dann auch klar wurde, dass der dritte Teil, weil es auch noch einen dritten Teil gibt, dass der nicht übersetzt wird. Finde ich irgendwie doof, deswegen habe ich noch nicht weitergelesen. Viele sagen, man kann es auch so lesen, abgeschlossen, aber viele sagen halt auch nicht und haben sich ziemlich drüber geärgert, dass ja, im Deutschen nur zwei Teile erscheinen, während im Englischen halt irgendwie drei erschienen sind. Achso, in Feuer und Flut geht es um ein Spiel, nämlich, das hat auch einen bestimmten Namen, das Brimstone Bleed. Und an diesem Brimstone Bleed nimmt... Ja, Teller hieß sie, auf Einladung teil, weil der Gewinn eben ein Heilmittel ist und sie hofft damit, ich glaube, ihren Bruder zu retten. Was ihr Bruder? Ich glaube, es war ihr Bruder. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen ein Spiel auf Leben und Tod, wo sie durch verschiedene Gebiete durch müssen, durch Wüste, durch Dschungel und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe bisher nur den ersten gelesen, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber der erste war eigentlich ganz gut. Also er hat mich jetzt auch nicht hundertprozentig umgehauen, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut und ganz spannend. So, dann haben wir hier noch von Lauren Kate Teardrop und Waterfall. Auch beide noch ungelesen. Ich finde die Cover wahnsinnig schön.
Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Eigentlich reizt es mich total. Ich glaube, da geht es ja um ein junges Mädchen, das nicht weinen darf, weil irgendwas Furchtbares passiert, wenn sie weint. Und ja, irgendwie reizt es mich, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe schon ganz oft gehört, dass der zweite Teil ganz schlecht gewesen sein soll. Deswegen habe ich auch diese noch nicht gelesen. Ja, dann habe ich hier noch Dark Wonderland von H.G. Howard, nämlich Teil 1 Herzkönigin und Teil 2 Herzbube. Auch hier seht ihr, dass Teil 2 noch eingepackt ist. Den ersten habe ich bereits gelesen mit der Nina und mit der Diana zusammen. Und mir und Diana hat er eigentlich ganz gut gefallen. Das ist ja so eine Alice im Wunderland-Adaption. Die ist halt sehr skurril und ja, sehr merkwürdig stellenweise, ist aber recht düster. Und der Nina hat es nicht gefallen, Diana und ich wollen aber jetzt ganz bald den zweiten endlich mal lesen. Und dann muss ich mal gucken, dass bei mir auch irgendwann mal noch der dritte Teil einzieht. Und als letztes in diesem Regalbrett haben wir dann noch Diamantkrieger-Saga, Damirs Schwur von Bettina Behlitz. Auch das ist ein Buch, wo ich schon öfters überlegt habe, ob ich es aussortieren soll. Ich habe diesen ersten Band gelesen. Mittlerweile ist, glaube ich, auch der zweite erschienen. Ne, der zweite ist erschienen. Ich glaube, es ist sogar mittlerweile der dritte oder er kommt jetzt bald raus. Ich weiß es nicht genau. Hat mich nicht überzeugt. Ich fand es nicht gut. Da war mir zu viel, ja, so Abstraktes drin. Das mochte ich nicht so gerne. Es hat mir an Spannung gefehlt. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich die Reihe nicht fortsetze. Bisher durfte dieses Buch noch im Regal bleiben, weil ich es einfach hübsch finde. Aber ich denke, dass das auch irgendwann noch ausziehen wird. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Regalbrett. So, damit befinden wir uns auf dem Boden, nämlich im letzten Regalbrett dieses Bücherregals. Und ja, da finden wir ebenfalls noch Elfen- bzw. Feenbücher. Ich weiß es nicht so genau, ich habe sie beide nämlich noch nicht gelesen. Einfach aus dem Grund, dass ein Teil davon nicht mehr erhältlich ist. Und ich tatsächlich, ich glaube, ich besitze drei Teile. Also ich besitze noch einen Teil als Taschenbuch. Der steht auch in einem anderen Regal, weil es ja eben ein Taschenbuch ist. Aber mir fehlt eben dieser eine Teil noch, den man nicht mehr bekommt. Und deswegen macht das für mich wenig Sinn, diese Reihe zu lesen. Auch hier habe ich schon öfters überlegt, ob ich sie aussortieren soll. Habe es aber bis jetzt noch nicht getan. Aber wer weiß, vielleicht werde ich das irgendwann auch noch tun. Dann haben wir hier als nächstes zwei Bücher, die ich bereits gelesen habe, und zwar von Christina Olsen, ihre Jugendthriller-Reihe, und zwar Glaskinder und Silberjunge. Ich glaube, da gibt es noch einen dritten Teil dazu, den besitze ich allerdings nicht. Ich hatte Glaskinder damals gelesen, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie mir so ein Jugendthriller gefällt. Das ist ein super, super dünnes Buch, also das ist wirklich sehr, sehr dünn. Ließ sich super schnell weg, hat mir ziemlich gut gefallen. Hier geht es um ein junges Mädchen, das mit ihrer Mutter in ein altes Haus zieht. Und um dieses alte Haus ranken sich so einige, ja, Mythen. Und zwar soll das mein ehemaliges Kinderheim gewesen sein, in dem sogenannte Glaskinder, also Kinder mit Glasknochen, gelebt haben. Und ja, in diesem Haus spukt es angeblich. Und dieses junge Mädchen, deren Namen ich leider im Moment nicht mehr weiß, trifft an dem Ort auf einen Jungen und gemeinsam versuchen sie halt herauszufinden, was denn dahinter steckt. Und im zweiten Teil geht es dann auch mit diesen beiden Protagonisten weiter. Allerdings ist dann dort eher der Junge der Hauptprotagonist und das Mädchen spielt eher die Nebenrolle. Dann haben wir hier noch von Eva Siegmund Loom, zwei wie Licht und Dunkel. Das ist irgendwann bei mir eingezogen, weil es sich eigentlich ganz gut angehört hat und ja, ich es günstig bekommen habe. Allerdings habe ich dann so viel Schlechtes darüber gehört, dass ich es so nicht gelesen habe. Allerdings will ich es auch irgendwie nicht aussortieren, weil es mich irgendwie doch reizt, aber so richtig Lust, das zu lesen, habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Hat es denn von euch irgendjemand gelesen? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls wie ihr es fandet. Vielleicht lese ich es dann doch mal oder ich sortiere es dann vielleicht doch aus. Dann eine Reihe, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, nämlich Die Bestimmung von Veronica Ross, Teil 1, 2 und 3. Ich habe auch diesen Zusatzband irgendwo rumstehen, aber das ist ja eine Broschüre, deswegen steht die in einem anderen Regal. Irgendwie merke ich gerade, dass meine Bücher irgendwie sehr verteilt stehen. Ja, ich habe Band 1 und Band 2 gelesen, hat mir auch eigentlich echt gut gefallen, aber nachdem irgendwie die Hälfte der Leute, die den dritten gelesen haben, ihn ganz schlecht fand und die andere Hälfte fand ihn eigentlich okay,
weiß ich nicht, habe ich immer noch nicht dazu gegriffen und den dritten gelesen. Ich habe auch den, ja, die Filme zu Band 1 und Band 2 habe ich schon gesehen, allerdings haben die mich auch nicht dazu verleitet, den dritten Teil zu lesen, aber das müsste ich eigentlich auch mal machen, um diese Reihe einfach abzuschließen. Dann habe ich hier von Sarah Orkler, Verlieb dich nie in einen Vargas. Das habe ich irgendwann auch mal sehr, sehr günstig, ich glaube, bei Avell bekommen. Und das ist ja so eine locker leichte Liebesgeschichte und irgendwie dachte ich so, so ein paar mehr davon in meinem Bücherregal würden auch nicht schaden. Ist allerdings eher was, was ich so gegen Sommer lesen würde, ist glaube ich im Herbst letztes Jahr bei mir eingezogen und deswegen habe ich es bisher noch nicht gelesen, aber ja, werde ich wahrscheinlich, denke ich, dann mal irgendwann im Frühling, Sommer jetzt dann lesen. Dann haben wir hier eins der Bücher, das glaube ich am längsten auf meinem Sub rumgammelt, nämlich Beta von Rachel Cohn. Das wollte ich auch schon ganz oft lesen, aber irgendwie ist mir immer was dazwischen gekommen, weil an sich klingt das eigentlich echt ziemlich, ziemlich cool. Aber ja, wie gesagt, es ist mir irgendwie immer was dazwischen gekommen, deswegen habe ich es bisher noch nicht gelesen, aber bei der Menge an Büchern, die ich habe, ja, ist es halt einfach so. Und auch da hoffe ich, dass ich es irgendwann mal lesen kann. Vielleicht könnt ihr mich ja dazu motivieren. Damit kommen wir zu den letzten zwei Büchern in diesem Regalbrett. Und zwar einmal Wir beide irgendwann von Jay Asher und Carolyn Mackler. Das ist ein Buch, das ich mal bei Avell als Gratisbuch dazu bekommen habe. Seitdem steht es hier rum. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich wollte es auch schon zweimal aussortieren, aber dann dachte ich mir so, also, du kannst ja zumindest mal reinlesen. Ich meine, sehr viele waren ja, glaube ich, sehr begeistert davon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht. Aber es ist auch nicht so dick. Also ich glaube, es lässt sich relativ schnell weglesen. Und das andere, das ist genau derselbe Fall, auch gratis Buch von John Green und David Levison, Will und Will. Das Buch tatsächlich interessiert mich schon irgendwie. Das wurde ja auch ziemlich gehypt und ich mag ja David Levison sehr, sehr gerne. Von John Green habe ich tatsächlich noch nichts gelesen, würde mich aber auch sehr interessieren. Aber auch da bin ich irgendwie bisher noch nicht dazu gekommen. So, damit machen wir jetzt einen Schwenk einmal nach rechts ins nächste Bücherregal und zwar ins erste Fach dort von unten. Da arbeiten wir uns jetzt einfach von unten nach oben durch und ich würde sagen, einmal drehen bitte und weiter geht's. Ja, das ist das nächste Bücherregal, das untere Fach. Die unteren sind tatsächlich Taschenbuchfächer. Also ihr seht, meine Bücher sind tatsächlich durcheinander in den Regalen. Darüber kommt dann auch wieder Taschenbücher, dann kommen wieder Hardcover, Hardcover-Taschenbücher. Das ist hier so nach Platz quasi organisiert. Ihr seht auch, dieses Regal ist ein bisschen breiter, deswegen kriege ich hier platztechnisch gerade ein leichtes Problem. Aber es geht, glaube ich, gerade so. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Hardcovern, die hier drin stehen. Ich muss die jetzt mal hier vorne auf den Boden stellen, weil sonst funktioniert das nicht. Deswegen liegen die da auch drin, weil die passen von der Höhe her nämlich nicht da rein. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt auch alle drauf. Und zwar haben wir hier einmal... So, geht das so? Ich muss das rüber tun, dann seht ihr auch alle. Jetzt ist natürlich da hinten das Buch umgefallen. Genau, einmal die Tintenherz-Reihe von Cornelia Funke. Das Buch da hinten will einfach nicht stehen bleiben. Es fällt die ganze Zeit um, aber ist egal. Ich habe tatsächlich noch keines dieser Bücher gelesen. Auch die hatte ich tatsächlich schon zweimal in der Hand und habe überlegt, ob ich sie aussortiere. Weil ich habe halt die Filme gesehen und... Beziehungsweise den Film. Es gibt ja nur einen Film, glaube ich, ne? Und, ja, daher kenne ich die Story und deswegen reizt es mich irgendwie nicht, sie zu lesen. Aber andererseits denke ich mir so, die Bücher sind vielleicht... Die sind wahrscheinlich, hundertprozentig wahrscheinlich, einfach viel, viel, viel besser als die, als der Film. Aber irgendwie, weiß nicht, ich lese dann doch eher immer lieber Bücher, wo ich die Story noch nicht kenne. Und deswegen stehen die immer noch ungelesen hier in meinem Regal rum. So, dann kommen wir zur ersten etwas längeren Reihe. Und zwar auch tatsächlich in verschiedenen Ausgaben. Ich gucke mal, ob ich die hier alle halbwegs irgendwie reinkriege. Ich glaube es ja nicht. Das ist tatsächlich eine Reihe in verschiedenen Auflagen. Ich zeige euch einfach nur mal die ersten drei. Ich glaube, das hier hinten, das ist nochmal eine andere Reihe. Wir machen jetzt erstmal die. Genau, das ist eine Reihe von Christine Feehan. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Habe ich auch noch nicht angefangen, weil mir, glaube ich, zwischendrin noch Bände fehlen. Ich kann euch jetzt auch aus dem Kopf nicht sagen, welche Bände das sind, die hier stehen.
Allerdings mag ich die Autorin an sich ganz gerne. Ich habe auch noch andere Reihen von ihr, die ich auch schon gelesen habe tatsächlich. Ja, ich habe auch gelesene Bücher. Und deswegen wollte ich diese Reihe auch ganz gerne haben, aber auch da bin ich irgendwie noch nicht so richtig dazu gekommen, sie anzufangen, weil irgendwie, ich glaube, mir relativ am Anfang direkt ein Band fehlt. Und ja, das hat mich bis jetzt immer irgendwie abgehalten, aber auch die müsste ich eigentlich mal anlesen. Vielleicht gefällt sie mir gar nicht, dann könnte ich sie eigentlich auch aussortieren. Ja. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Ich habe hier nämlich gerade noch diesen Band, der gehört aber gar nicht dazu, weil, wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist dieselbe Autorin wie die Reihe eben. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat sich ein bisschen verirrt hier. Weil die Cover so ähnlich sind, habe ich den irgendwie mit da einsortiert. Naja, auf jeden Fall haben wir hier von Rhonda Thompson eine Reihe, wo ich zwei Bände besitze. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bände diese Reihe eigentlich hat. Und die ist irgendwann mal sehr, sehr günstig für ein paar Cent bei mir eingezogen, weil es sich eigentlich ganz cool anhörte. Die Cover sind fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich hässlich. Ich weiß, aber ja, es gibt so viele hässliche Cover, deren Inhalt aber eigentlich ganz cool ist. Und das sind auch Fantasy-Bücher, da geht es irgendwie, glaube ich, um Werwölfe. Worum es in diesem geht, ich könnte jetzt mal raten, aber ich glaube, es geht hier drin tatsächlich um Vampire. Ich weiß nicht, Christine Fejan ist eher so Vampire. Und Rhonda Thompson eben Werwölfe. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Wir packen die hässlichen Cover einfach weg und machen weiter mit anderen Büchern. Und ich recherchiere hinterher mal, wo eigentlich dieses andere Buch hingehört. Aber seht ihr das, wenn die so im Regal stehen? Die passen optisch sehr, sehr gut zusammen. Sehr irritierend. So, machen wir weiter mit der nächsten Reihe. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen umständlich hier, haben wir hier die... Das Buch ohne Namen, das Buch ohne Staben und das Buch ohne Gnade-Reihe von Anonymous. Das war, glaube ich, auch mal recht gehypt. Ich habe den ersten Band irgendwann, das ist schon so unglaublich lange her, dass ich den gelesen habe. Fand ich eigentlich ganz cool, das ist so ein bisschen Wilder Westen-mäßig. Habe mir daraufhin, weil ich den echt ganz cool fand, auch die anderen zwei Teile noch geholt, aber die habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen, weil ich mir die irgendwie Jahre später erst geholt habe und ja, seitdem hat mich noch nicht der Drang überfallen, die Reihe weiterzulesen. Und als letztes, und ich glaube dann noch als letzte Bücher für dieses Video, haben wir hier noch Bob der Streuner und zwei Folgebände, nämlich Bob und wie er die Welt sieht und ein Geschenk von Bob. Bob der Streuner habe ich gelesen, fand ich super, super cute. Ich habe auch den Film mittlerweile gesehen, den finde ich auch total süß. Ich mag diese ganze Story, die ist einfach, ja, die geht so richtig schön ans Herz. Und deswegen wollte ich auch gerne die anderen Teile von dieser Reihe noch haben, beziehungsweise ist ja, glaube ich, keine richtige Reihe. Weil ich das einfach total schön so zwischendurch finde. Allerdings dadurch, dass die hier so unten in meinem Bücherregal stehen, sind die nicht in meinem Blick und deswegen habe ich die zwei Folgeteile tatsächlich auch noch nicht gelesen. Ja, so ist das. Ich hoffe, wir kommen irgendwann auch mal zu einem Regalbrett, wo ich sagen kann, boah, die habe ich alle gelesen, aber ich bezweifle das ja ernsthaft, dass das stattfinden wird. Wir werden es sehen. Ihr werdet es erst im nächsten Video erfahren, denn das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!